Hi, Hüttige, dabei willkommen bei der nächsten Folge von Ding über World 2003. Wir waren letzte Folge in einem Südsektor, haben uns versucht, gegen Zambamon durchzuschlagen, aber der hat uns einfach fertig gemacht. Wir sind deswegen automatisch geflohen. Und dann stand da auf einmal unsere Freundin Kyle, die so meinte, ach ja, guck mal, da war so ein komisches Digimon mit einer komischen Gewasser, also das ist zum Aussektor gelaufen. Ja, und jetzt bin ich halt hinterhergerannt und einen Baronmann gesehen und das meinte, sieht die Zukunft und dass überall Schweine sind. Das fasst die letzte Folge eigentlich ziemlich gut zusammen. Schwein. Jetzt habe ich vor, zurückzugehen in den Südsektor, in der Hoffnung, dass ich dadurch wieder was trigger, dass ich weiterkomme, weil Baronmann ließ ja sonst nicht groß weiter mit sich reden. Ich habe jetzt blöderweise auch nicht wegen den Auktionen im Kopf, wann die sind. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass gerade keine ist. Ich habe keine Lust zurückzulaufen. Ich will gerade ein bisschen Progress machen, ein bisschen vorankommen, das wäre eigentlich ganz schön. Willkommen im Südsektor. Die Musik hatte einen flüssigen Übergang. Ach, das ist doch herrlich. Bulksumpf. Kyle, hallo. Mögest du mir vielleicht helfen, kurz im Kampf gegen dieses Yanmamon? Dass ich mich mit dir unterhalten kann? Nein, möchtest du nicht? Du schaust lieber zu, wie ich hier um Leben und Tod kämpfe. Wohl eher den Tod des Yanmamon, aber ist auch eigentlich egal. 23. Hallo. Ich hab dein komisches Digimon gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Dankeschön. Ich habe sogar mit ihm gesprochen und er meinte, es wären überall Schweine. Kannst du dir vorstellen, was er damit gemeint haben könnte? Was wird die Zukunft wohl für uns bringen? Wird es Schweine regnen? Vielleicht. Ja, ich sollte nicht in das Zimmer gehen, bla bla. Geht das jetzt vielleicht? Ein Monster. Mist. Ich bin ein bisschen ratlos, wie ich jetzt weiterkomme. Mir scheint immer noch ein Puzzlestück zu fehlen. Irgendwas fehlt mir immer noch. Nein, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte eigentlich mit dem hier reden. Dass ich mir mal kurz eingegangen. Ne, wäre ja nicht ganz knorke. Da oben ist niemand. Also das Gute an dem Spiel ist, wenn man nicht weiß, was man machen soll, ist es einfach das Beste, wenn man einfach nach NPCs sucht und mit ihnen spricht. Es ist hin und her gelaufen, aber naja. Dadurch, dass ich das Spiel jetzt auch schon so lange nicht mehr durchgespielt habe, ist es eigentlich auch ganz gut. Tanzen, ja! Mir wird schwindelig, viel Lachen und strahlendes Gebiss. Oh, komm, Chris Cassio. Voll Chris, geiles Zeug, ey, Alter. Entschuldigung, ich mag einfach die Musik. Ich habe mich ein wenig mitreißen lassen. Was würde ich sagen?
Ja, es ist hin und her gerannt und man muss einfach mit den NPCs so ein bisschen reden. Das ist ja eigentlich das Geheimnis eines jeden RPGs. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, weil man zu wenig Hinweise hat, dann einfach mit allen NPCs reden, die überhaupt irgendwie da sind. Hallo. Bitte kein Konfusgas. Konfusionsgas, wie auch immer man das nennen mag. Attacke. So, das Gekkomon ist auch schön. Oh, Gilman, Level 16, nice. Es tröstet mich trotzdem nicht darüber hinweg, dass ich nicht weiß, was ich jetzt gerade machen soll. Dass ich nicht weiß, was jetzt kam. Also ich weiß, gegen das Zammermon sollte ich nicht normal kämpfen. Das kann ich ja später machen, wenn ich was habe. Wenn ich da was gemacht habe gegen. Weil es zu stark ist halt. Bla. Ein Museumon, das hat man heute auch noch nicht. Museumon ist ein Krieger-Digimon, glaube ich. Japanisch angehaucht, so wie so ein Samurai halt. Oh. 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 Eventuell sollte ich flüchten. Ich denke. Dankeschön. Eventuell sollte ich jetzt hier abhauen. Eventuell sollte ich erstmal Gilman heilen. Das war ein wenig überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mich jetzt hier one-hitten würde. War hart. Dafür kann Patamon ja heilen, das ist ja das Schöne. Ugh, das wäre jetzt doof. Eventuell sollte ich vorher abspeichern gehen, bevor ich hier noch weiter rumrenne, oder? Ich will noch gucken, ob hier noch irgendwie vielleicht jemand steht oder so. Ne, das ist nur das Zambamon. Und ich will es nicht ansprechen, weil das eventuell mich dann töten wird. Und das mag ich nicht, weil ich noch nicht gespeichert habe. Hier lang? Nein. Was ist hier hinten? Gar nichts, okay. Schaut euch den hübschen See im Übrigen an. Sehr hübsch, ne? Mit den komischen, kreischenden Gesichtern. Das wäre auch schön für die Halloween-Folge gewesen, aber egal, man kann nicht alles haben. Schon wieder. Lauf. Schaden. Kann nicht laufen. Wieso kannst du nicht laufen, Gilman? Lauf. Verteidige. Du hast mich enttäuscht. Ich muss hier dringend weg. Wer hat denn eigentlich die höchste Verteidigung? Ja doch, Grismon. So, lauf bitte. Dankeschön. Ein Glück, dass Patamon genug MP hat. Ich muss hier drin jetzt weg. Und dann muss ich gucken, was ich machen soll. Mit dem Baronmann. Was ich gerne hätte. Oh, ich bin draußen. So, hier unten war ja nur das Häuschen, aber das... Da komme ich eh noch nicht hin. Ich hatte halt eigentlich das Gefühl, dass ich jetzt in das Geisterhaus könnte. Ui, Gilmans Glitzeranzeige hat ja ganz schön Schub gekriegt. Dass ich jetzt eigentlich in das Häuschen könnte.
und das mit dem Geist klären könnte. Weil ich nämlich weiß, was der Geist möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt dazu kriege, dass er mir sagt, dass er kein Geist ist. Wäre ja schräg, wenn es einen Geist gäbe. In einer digitalen Welt. Es gibt ja Barkemon. Aber naja, es sind ja keine Geister. Es sind nur Geist-Digimon. Es sind immer noch Digimon. Du sagst mir immer noch, da ist ein Geist drin. Ich gehe einfach noch ein paar Mal rein, dann wird schon. Vielleicht muss ich auch zweimal hintereinander rein. Ah! Du bist Sepikmon. Stimmt, was willst du? Ja, was willst du? Kannst du mir sagen, wie ich Zambamon besiege? Wieso triggere ich dieses Event jetzt erst? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja nichts wirklich Besonderes gemacht. Ich weiß nicht mal, dass es Sepikmon ist, aber egal. Ja, aber ich habe zunächst eine Bitte. Hä? Eine Bitte? Ich habe meine wertvolle Maske verloren. Ohne die Maske kann mich niemand sehen. Wenn du sie findest, sage ich dir, was du wissen willst. Ich sehe dich doch da oben. Ganz am Bildrand bist du da am Rumwippen. Tu nicht so, als würde man dich nicht sehen. Also gut, ich mache mich auf die Suche nach deiner Maske. Ich hatte sie noch, als Barbaronenmann war. Danach habe ich sie fallen gelassen. Okay, hab vielen Dank. So, endlich können wir weitermachen. Meine Güte. Das war ja jetzt ein Akt. Kann ich dir jetzt sagen? Nein, der denkt immer noch, das wäre ein Geist. Alles klar. Gut, dann geben wir uns jetzt aber Baronmund schnappen. Und zeitlich würde ich sagen, dass das dann so passt, dass ich dann einfach Donner Asuka City gehe. Weil eben wegen der Auktion schaue, ob gerade was ist, und dann war es das. Zeitlich sollte das, denke ich, passen, außer dieses Konfusionsgas trifft, weil ich jetzt böse Schau, verführen, verrückt, wenn wir mal prahlen. Ja, gestehen, ich mag Süßes. Ach, das ist so nervig. Verführen. Verlassen. Packen. Was? Wieso packen? Die anderen Sachen haben ja auch immer Sinn gemacht. Okay, dann, lachen. Attacke, oh mein Gott, endlich. Ihr merkt, es ist vollkommen egal, was man drückt. Man kann nur hoffen, dass es angreift. Kann Technik laden, Metal Attack, nice. Das heißt, Growmon kann jetzt auch die Metal Attack einsetzen. Klingt unlogisch, ist aber so. Ich glaube, ich hätte einfach nur zweimal hintereinander in diese Hütte gehen müssen, oder? War das so? Na, egal. So haben wir gleichzeitig ein klein wenig trainiert. Sehen wir es einfach mal so. Ist ja nicht verkehrt. Blablabla. Los, ich habe nur noch 10 Minuten, um Baronmon zu holen, anzusprechen und nach Asuka City zu kommen zum Abspeichern und all möglichen Zeugs. Halt. Tretwald. Ah, so komme ich da nicht drauf an. Egal, die kann ich wenigstens one-hitten, dann geht das schnell. Ostsektor, ja,
Knochenkampf wäre jetzt doof gewesen. Und wenn ich dann auch in Asuka City abspeichere, kann ich dann auch entsprechendes Argument austauschen, vorausgesetzt, ihr möchtet, dass ich ja das Argument mit ins Team nehme. Das werde ich ja dann sehen. Das, liebe Leute, werde ich sehen, wenn ich hier einfach quer durch den Wald laufe, statt den direktesten Weg zu nehmen. Hm. Ja. So ist das Leben. So ist es. Lalalalalala. Oh, ich habe eine Twitter-Benachrichtigung bekommen. Aha. Okay. Voll interessant. Voll on topic. Natürlich. Immer. Wie kriege ich die Kurve? Gar nicht. Das ist schön. Dann war es off topic. Ja. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder laufen. Ist doch doof. Es ist echt ein Hin und Her heute. War es ja eigentlich auch schon in der letzten Folge. Ist ja immer so. In diesem Spiel ist es immer hin und her. Man tut eigentlich nichts anderes, als hin und her zu laufen. Ab und zu mal was Story-Relevantes machen. Ansonsten nur hin und her laufen. Wobei, wir machen ja eigentlich gerade was Story-Relevantes. Und das ist hin und her laufen. Blöde Situation. Nein, ich darf nicht in die Versuchung kommen, den Knopf zu drücken. Um mich zu beschäftigen. Um das Gefühl zu haben, dass ich hier schneller vorankomme. Also auf in die Protokollruinen. Ein weiteres Mal. Ein weiteres Mal. Juch, heißasa. Aber schön, dass wir dann schon mal mit Baronmann gesprochen hatten. So hatten wir nämlich die Information mit den Schweinchen gekriegt. Ich glaube, die hätten wir jetzt so sonst nicht bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Könnte aber gut sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt Baronmann ansprechen, halt erstmal direkt story-relevanten Dialog bekommen. Und nicht dieses, ich sehe die Zukunft, überall Schweine. Dann wahrscheinlich irgendwie das sagen zu der Maske, ja, hey, nee, das ist eigentlich meine, oder? Ja, die habe ich mir geklaut. Die habe ich gemopst. Los, geh, Mann. Beziehungsweise Metall-Mami-Mann. Mach das Guburi-Mann platt. So richtig platt. 26, sehr schön. Da-da-da-da-da-da-da. Ernsthaft jetzt? Hier, okay. Heul, heul, wein, wein. Dokugumon. Dokugumon. Giftgumon. Doku ist das japanische Wort für Gift. Das japanische Wort für Spinne kenne ich leider nicht. Tut mir leid, dass ich das japanische Wort für Spinne leider nicht kenne. So, komm her, du maskmopsendes Baronmon. Sepigmon hatte seine Maske auf, als er bei mir war. Komisch ist nur, dass er in Asuka City sein sollte. Stimmt es, dass Sepigmon seine Maske verloren hat? Habe gehört, er sei in Asuka City. Ach Gott, ey, das Spiel ist voller Lüger und Lügner und Betrüger. Aber schön jetzt, ich wollte sowieso nach Asuka City gehen, von daher bietet sich das jetzt praktischerweise an. Wir wissen allerdings, dass Sepigmon in seinem Haus ist und nicht in Asuka City. Wer weiß, welchen Schabernack hier wieder mit uns getrieben wird. Bam, badalabam. Badam, bam, bam, badadadam.
Ja, wie? Nein. Oh, da. Dieser Wald. Ich hasse ihn immer noch. Abgrundtief. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Oh ja, 11.000 Bit. Das ist ganz okay. Ist ganz okay. Ist nur blöd, dass ich jetzt noch keine Ausrüstung bekommen kann. Da steht das komische Mädchen mit der Hand. Einkaufstüte. Wo auch immer es einkaufen war und wo es auch immer es damit vorhat. Vielleicht will es im Gruselwald ein Picknick halten. Das ist ja eigentlich ganz schön da. Tot. Schön. Ach ja, das ist auch eigentlich ein ganz schönes Ding. Ach Manu, ich hasse euch alle. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Mit 20% auf alles außer auf Tiernahrung. Und außer auf Kuhnemann. Die sind nämlich alle tot. Und weil wir schon ein totes Kuhnemann haben. Man kann es nicht als Haustier halten. Die Erfahrungspunkte sind schon aus seinem Körper entwichen. Also wofür will man noch ein totes Kuhnummern haben? Kuwagamon ist leider auch aus. 27, nice. Das ist schön. Das gefällt. Also sag mal, ist es denn wahr? Oh Gott. Ich sollte mit einem riesigen Flammenwerfer vor mir hergehen. Damit sie mal endlich hier alle ein bisschen Abstand von mir halten und ich hier durchlaufen kann. Ich wollte eigentlich noch in diesem Part nach Asuka City kommen und nicht erst in 2, 3, 4 Folgen. Dankeschön. Ach Gott. Meine Nerven. Blank. Am Ende. Ruiniert. Aber wir sind da. Wir sind in Asuka City endlich angekommen. Es war ein Weg. Es war ein weiter Weg. Aber wir haben ihn beschritten gemeinsam. Wir sind da. Jetzt weiß ich nur nicht, wo. Asuka City ist wegen Seppigmann in Aufregung. Er wirft überall Bananenschalen hin und alle rutschen aus. Seppigmann ist gemein. Mika wollte was essen, aber er hat es einfach gegessen. Seppigmann hat mir meine Sachen weggenommen. Wein doch. Ist das mein Problem? Dann nimm eins Kaffee. Ins Lammkotelett. Wartung zu so einer Zeit? Mr. Alexei wird sich wieder beschweren. Seppigmann macht alle möglichen Probleme. Hat ihn auf unser Schild geschrieben. Mensch, hab ich einen Durst. Ah ne, mit der kann ich nicht reden. Na gut. Asuka City. Schade, dass wir ihn echt nicht in die Welt zurück können. Dann mache ich halt hier sauber. Ja, dann mach halt sauber mit deiner komischen Einkaufstüte. Boah. Untergrundfahrt. Ja, bitte, ich möchte hier runter. Ich glaube, ich brauche jetzt die Information, dass Seppigmann da ist.
Schauen wir mal kurz. Ich denke aber, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt noch schnell schauen wegen der Auktion, ob gerade was läuft. Damit ihr das endlich mal sehen könnt. Und dann beende ich diese Aufnahme-Session. Ja, eine Auktion, herrlich. Ah, schön. Das ist eure Chance. Es geht ums Hauptitem. Das gefährliche Schild von allen begehrt. Das Mindestgebot fürs Gamer-Schild liegt bei 400 Bit. Grummel. 500 Bit. 600 Bit. 700 Bit. 800 Bit, ne? Ja, ich biete bei 800 Bit mit. Also, 800 Bit. Dum, dum, dum. Wow, 800 Bit. Bietet jemand mehr? Grummel. Es bietet wohl keiner mehr. Gefährlicher Schild für 800 Bit. Gratulation. Ich übertrage das Item jetzt an deinen Satelliten. Wow, das gefährliche Schild. Nice. Ich habe jetzt ein cooles Item, also raus hier. Ich bin cool. Das rüstet man noch schnell aus und dann beende ich die Folge. Jetzt wisst ihr auch ungefähr, wie so eine Auktion abläuft. Leider ist das jetzt echt der Beweis dafür, dass ich das Item für Buttermann verpasst habe. Aber gut, egal. Das wäre halt für den Anfang schön gewesen, aber das geht schon. So, gefährliches Schild. Wir haben jetzt im Moment 217 und 188. Ach so, nee, falsch. 217 und 183. Ja, ist okay. Dann rüste ich mal Gilmon Firepower aus. Und Patermann kriegt, weiß ich nicht. Patermann kriegt Wasserpower. Weil Wasser ist cool. Und Kubermann kriegt Eispower. Dann passt es auch zu seinem Namenspendant Kubermann aus Digimon Frontier. So. Ich beende die Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Lasst ein Füßchen nach oben da, wenn ja. Ansonsten ein Füßchen nach unten, wenn nein. Und lasst einen Kommentar da, auch wenn ich vielleicht ein Momentchen brauche zum Antworten. Ich freue mich trotzdem. Und ansonsten, ich hoffe, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich sagen soll. Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach richtig. Bye, bye. Morgen ist 9:30. Auf der Suche nach Seepigmon in Anführungsstrichen. Ich gehe jetzt nur kurz abspeichern. Bye, bye.